Hallo, liebe StarCraft-Freunde, hier ist mal wieder der Agri für euch. Was geht? Ich sag da nichts zu. Olsen sagt da nichts zu, wie ihr hören könnt. Er hält die Schnauze. Ich sag heute gar nichts. Nee. Wir spielen hier gegen SpongeBob. Und Patrick. Patrick ist auch mit dabei. Ich bin der Stern. Patrick. SpongeBob. SpongeBob Schwammkopf. SpongeBob Schwammkopf. SpongeBob. Ich schwöre, ich hab noch nie eine Folge SpongeBob gesehen, ne? Schwammkopf? Ich schon. Beim Kumpel. Naja. Der Herr Förster hat sich das öfters mal reingezogen. Ja? Mhm. Beim Förster? Seit wann bist du Förster? Ja. Im Wald. Der hat dann mal SpongeBob und Patricks geschossen. Ah, die kann man jagen? Ja. Die sind ganz lecker. So. Was hast du schon mal gegrillten Schwamm gegessen? Das ist sehr, sehr, sehr zart. Sehr zartes Schwammfleisch. Ja, ich habe hier so einen Schwamm, mit dem ich mir abends immer meine Zunge abbürste. Ja? Mhm. Das ist was anderes. Ach so, das auch, aber da habe ich keinen Schwamm für. Der Unknown. Ein ganz schlimmer Finger ist das. Ja, lieber eine Runde zocken, das habe ich früher in der Schule auch immer so gemacht. Da war ich auch immer nicht so fürs Lernen da. Lernen? Wir lernen doch hier auch, fürs Leben. Genau. Ah, ich habe meinen Versi falsch gesetzt. Was da denn los? Reposition. Reposition kann man ja Gott sei Dank machen, ne? Ja, das geht dann nicht. Schon das erste Gas geholt. Außerdem, was hat er? Bio? Von allen Blättern hat er Fotos gemacht. Das kenne ich irgendwo her. In Amerika wird Spicken hart bestraft, ne? Wusstest du das? Mit Popoklatsche? Nee, ja auch. Rohr in Arsch. da gibt's nicht Popoklatsche, da wird direkt mit Rauswurf gedroht. Ja? Ja, Spicken ist da ganz, ganz schlimm. Ich hab auch echt nie gespickt in der Schule. Nee. Ich hab nie gespickt. Nee, so Spicken weiß ich nicht. Das hat mir auch nie geholfen, wirklich. Nee, mir auch nicht. Stand mal viel Rotz drauf. Wir hatten einen geilen Lehrer mal, der hat zu uns gesagt, ihr könnt spicken, wenn ihr möchtet, aber den Spicker gibt da vorne bitte ab. Und wenn ihr spickt, dann kriegt ihr 10% von der Klausur abgezogen. Und ja. Ich weiß ja nicht, auf was für Waldorfschulen du warst, Alter, aber ja, bei uns war das nicht gut. So. Also es gab teilweise Klausuren in Mathe und so, wo du deine ganzen Zettel mitnehmen durftest. Das war ganz cool. Oder ins Buch reinschreiben und so, ne? Nee, durftest du alles benutzen, was du hattest. Natürlich. Und im Himmel ist Jahrmarkt. Nee, ich weiß, kann man sich da noch anmarkern, die Sachen rausschreiben, das ist schon alles ganz easy. Ja. Alles gut, ne? Alles gut. Rotschis gegen meine Bärsoloten. Das finde ich hier schon wieder so. Ja, der Anon spricht gerade was an, ne? Hier, wie sieht's mit dem neuen Turnier aus? Ja, müssen wir mal einen Angriff nehmen, ja, ne? Das finde ich aber auch so. Finde ich auch. Bald mal ein neues Turnier starten. Ich denke mal, wenn meine Handoperation da gut gelungen ist, dann danach, weil sonst bin ich ja gehandicapt, wie man so schön sagt, ne? Gehandyfritzt? Gehandyfritzt. Mit Gehängliganglund bin ich dann. Ah, ja. Und das ist ja nicht so schön, wenn man so Gehandyganglund ist. Ne, müssen wir auf jeden Fall in nächster Zeit mal wieder machen, ne? Was macht der denn hier? Der macht hier schon Stürme? Das bringt ihm doch gar nichts. Gut, dass er das nicht weiß. Gut, dass er das nicht weiß, aber ich spiele gegen Zerg. Da sind immer Bärsis so ein bisschen, finde ich. Was brauche ich denn am besten gegen den Zerg? Eigentlich Stürme auch. Ja, aber ich glaube, ich mache schon mal ein Upgrade. Nee. Hör auf! Jetzt nicht? Schon ein Upgrade? Ja, weiß ich nicht. Musst du entscheiden. Kannst du machen. Ja, aber ich will lieber. Und Sterbliche wären ganz nice, wenn da Roaches geht und sowas. Und Sterbliche Zieler zurück, Roaches hinterher. Deswegen. Unsterbliche hinterher, also eine Linie Unsterbliche und dann irgendwie so Stürmchen, ja, das ist immer schön. Naja, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Schön anzusehen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. So in dem Dreh jedenfalls. Die Reaper, die fetzen ja auch, muss man schon sagen, ne? Ja, Reaper sind sowieso geil. Hast ja gesehen in dem letzten Turnier, was wir gemacht haben. Ja. Da hat doch der Hotdog auch die ganze Zeit nur ohne Reapers gebaut, ey. Mhm. Die haben sowas von gerockt. Na, die rocken und feiern. Wird gerockt, wird gefeiert. Aber wir müssen das ein bisschen anders machen. Oh, fuck, jetzt habe ich das falsche Upgrade gemacht. Entschuldigung, ja, erzähl. Dann müssen wir vielleicht ein, also kein 1-on-1-Turnier, vielleicht ein 2-on-2, das 3-on-3-Turnier, Desert Strike. Vielleicht. Könnte man mal machen. Dann komm schon, Cannon! Dann sind wir das Killer-Team.
Dann spiel ich, du und Dennis dann zusammen. Ja, das wäre geil. Ja. Das wäre mal eine nette Idee, finde ich. Das wäre ganz cool, ne? Mal gucken. Ja. Wenn die anderen Leute dann auch Teams zusammenkriegen, dann müssen wir vorher vielleicht irgendwie so eine Anmeldung machen. Mal gucken, da gibt es zum Beispiel Hard Flames, ne? Hey, mein Team meldet sich da. Das wird auch natürlich auch wieder einige Reibereien verursachen. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, und Reibereien sind nicht gut. Nee. Wie du weißt, ne? Wo es reibt, gibt es auch Schmerzen. Und harte Verbrennungen. Am Arsch. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist wie bei Popoklatsche. Da ist das dann auch so. Ja. Nee, das nicht. Obwohl, ja. Da kann der ich habe hab eben schon gesagt, singen. Ich weiß ja nicht, was du da abends immer treibst. Also sowas gibt's bei uns nicht. Keine Popoklatsche. Das sind doch Schmerzen ohne Ende. Wirklich. Ja, manchmal. Außer man genießt es halt richtig doll. Ja, ne? Ja. Ja, verschon mir den Hintern. Soll es ja auch geben. Gibt's auch bestimmt. Gibt auch Leute, die reiben sich mit Pferdekot ein und freuen sich. Ja. Soll's auch geben, habe ich gehört. Pferdekot? Ja, mit Pferdekot. Oh, geil, kack mich an, du Sau. So, die haben ja auch ganz zu viele Marines hier, die Gegner. Das finde ich gar nicht gut. Diese Rins, ne? Diese Mar und diese Rins, die sind echt nicht gut. Gut, dass es keine Marienkäfer sind, dann würden die auch noch über die Karte fliegen. Ne? Naja, deswegen ist alles. Jetzt hat er sich hier schon Koloss geholt, sag mal, was ist denn bei dem Typen los? Dieser naja, Erik. Besonders, dieser da Erik, der gegen vier Reapers getötet wird, dieser Koloss. Okay. Echt. Und meine Masse rennt einfach gnadenlos rüber. Ich hole mir auch schon jetzt das zweite Gas. Ich bin schon der Letzte von uns, der uns das zweite Gas holt. Was ist da denn los? Schon längst. Ich bin ja voll vorne schon am rumblubbern. Ne, also ich muss jetzt erstmal hier das blubbern, du hast aber viele Queens, ne? Ja, ich habe ein paar Queens gebaut. Schön zwei Linien, immer schön versetzt. Das sieht doch richtig toll aus. Und die freuen sich und kratzen sich am Arsch mit ihren langen Tentakeln. Ja, denen geht's gut. Ne? Die sind richtig happy. Die sind richtig gut drauf. Richtige lila Launebären sind das hier. Obwohl rote lila Launebären. Also nicht lila, rotbären. Marines, die sacken. Ich muss jetzt umzwitschen auf High Templar. High Templar. Ich gehe jetzt. Weißt du, auf was ich jetzt gehe? Nee. Ich auch noch nicht. Aber ich glaube, weißt du was? Ich glaube, ich setze mal so eine Batterie Schwarmwirte dahinter. Die finde ich ja momentan sehr geil. Oder Brutlords, ne, wäre natürlich auch mal eine schöne Maßnahme. Jetzt kommen wir wieder Aggressor-Spezialtaktiken. Diese Schwarmwirte sind natürlich schon teuer, ne? Mit. Wo so eine Batterie Schwarmwirte dahinter? Das mache ich einfach mal! Komm. Tu das. Komm. Momentan gewinnen wir. Da kannst du deine Spezialtaktiken auspacken. Kann ich jetzt Schwarmwirte auspacken, ne? Ja, mach mal. Traumhaft. Ah, schön. So, ich versuche gerade meine zwei High Templars zu bauen, um dann ein bisschen Carnage zu veranstalten in den gegnerischen Reihen. Shir Carnage. Ja, Shir Carnage, nicht schlecht. Ja. Kommt von Shir Khan. Ja, von Shir Khan. War der aus dem Dschungelbuch? Ja. Boah, und Bagheera. Bagheera ist auch im Dschungelbuch. Boah, zum Glück hat Anon so viele kleine Kacke, Alter. Der macht die schön weg, ey. Das stimmt. Vielleicht sollte ich auch mal Spuren entdecken. Oh, jetzt hat der auch Stimme und zwei Kolosse. Der Erik. Der Erik, Alter. Der Erik. Das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmer Finger. Und jetzt hole ich mir gleich zwei Viperlisten dazu. Ja, und das Party-Safari. Viperisten sind meistens sehr angenehm. Mhm. Ja, ordentlich viperisiert werden die. Viperisiert. Oh, die Schrecken sind aber auch niedliche Tierchen. Ja, ne? Schon mal sagen, muss man das schon mal. Sind schon echt kleine Freunde. Sind echt coole Einheiten. Nett sind die, wirklich nett. Die gefallen mir. Vorhin habe ich erstmal einen Schwarmwirt-Drop gemacht mit Limit. Diese Gegner, die waren noch sowas von mega schlecht. Aber einmal habe ich richtig auf den Arsch gekriegt. Das war so unterirdisch. Der baut dieser Zerg, also mein Teammate war auch Zerg. Und da bauen die bei uns vorne einfach eine Hedge rein. Eine Hedge? Eine Hedge. Und dann hat er einfach durchgehend nur Queens gebaut und Sankens. Und der andere kam damit mit ein paar Marodeuren an.
Und dann hat er die schön immer gestimpackt und ein paar andere Sachen noch betrieben damit, ne? Und Schockmunition entwickelt. Ja, das war ja eine ganz große Feierei. Und dann hat er schön mit seinen Queens immer Infusionen raufgehauen. Ja. Das war toll. Hat er verloren, ne? Ja, direkt. Da kam auch noch ein Benji an. Dann war alles vorbei. Das darf aber einem auch nicht passieren. Aber die Karte, die Map hatte ich das erste Mal gespielt und die Wege zur Echse waren so lang. Da war ich so schon ein bisschen verplant und war alles nicht so, wie es sein sollte. Kann man verstehen. Ja, kann man verstehen. Aber das war doch jetzt mal schön, obwohl ich hier auch unterirdisches Level bin fast. Ne? Ich du bist immerhin über Erik, ne? Also über Erik, immerhin. Ne? Der Fast Colossal Board. Ja, der Fast Colossal Board kann man ja mal machen, ne? Ja, Anon ist natürlich mit seinen kleinen Mini-Einheiten natürlich wieder hart steil gegangen. Ja, ist immer so, ne? Das ist ein Schlingel. Der hat's drauf. Haut rein, viel Spaß wünsche ich euch beim Sockeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.